bin Carsten Tiedemann, Geschäftsführer des Kreissportverbandes Pinneberg. Der ist in Elmshorn beheimatet und ist die Dachorganisation von 187 Sportvereinen mit 76.000 Mitgliedern. Das Thema Integration ist für uns ein zentrales Anliegen, eine richtige Querschnittsaufgabe, weil gerade der Sport unglaublich viele Menschen nicht deutscher Sprachherkunft in seinen Reihen hat. Wie viele? Das können wir nicht sagen. Warum? Weil uns nur die normalen Stammdaten interessieren und mehr nicht. Denn letztlich, Sport kennt in dem Sinne keine Herkunft und es interessiert auch überhaupt nicht, wo jemand herkommt und wo er hingeht. Hauptsache, alle treiben Sport miteinander. Und hier möchten wir uns gerne einbringen, weil dieses Thema wichtig ist. Guten Tag, mein Name ist Maike Bredehorn. Ich leite den Fachdienst Soziales bei der Kreisverwaltung Pinneberg. Und in dem ist auch das Thema Integration in der Kreisverwaltung angesiedelt. Wir führen hier heute eine Veranstaltung durch, im Rahmen derer wir dem Thema Integration mehr Aufmerksamkeit schenken möchten. Wir möchten gerne eine Fokusgruppe einrichten, in der sich Expertinnen und Experten zu dem Thema austauschen, Expertinnen aus verschiedenen Bereichen, ob das nun Schule, Beruf, Kita, Arbeit, Migrationsberatung, Menschen mit Migrationsgeschichte selber sind, um das Thema Integration für den Kreis zu bewegen. Diese Fokusgruppe wird dann aus der Arbeit Handlungsempfehlungen entwickeln, die sie direkt an die Politik gibt, damit die Politik die Wünsche, die Projekte der Fokusgruppe einmal beurteilen kann und gegebenenfalls Beschlüsse dazu fassen kann, dass Gelder freigesetzt werden, um dann auch Projekte oder Ideen oder Handlungsoptionen umzusetzen. Hierfür versuchen wir heute Menschen zu finden aus möglichst vielen Bereichen, die von Integration betroffen sind oder mit Integration arbeiten, Menschen mit Migrationsgeschichte selber, damit wir eine, wie gesagt, möglichst handlungsfähige kleine Gruppe zusammenkriegen, die über viele Jahre das Thema hier für den Kreis und mit dem Kreis gut bearbeiten. Das ist das Ziel. Ja, mein Name ist Katja de Jong. Ich arbeite in der Sozialplanung des Kreises Pinneberg und wir unterstützen verschiedene Arbeitsgruppen, Gremien, auch Fokusgruppen dabei, Ideen und Handlungsempfehlungen für die Politik zu entwickeln. Integration ist ein wichtiges Thema und wir würden auch gerne in diesem Bereich Arbeitsstrukturen entwickeln, die dafür sorgen, dass gute Ideen auch den Weg in die politische Beratung finden. Und deswegen habe ich heute auf der Veranstaltung hier das System der Sozialplanung nochmal vorgestellt und erklärt, wie Fokusgruppen daran mitwirken können. Bashir Izidi ist mein Name. Ich bin Integrationsbeauftragter des Kreises Pinneberg. Wie Sie bestimmt heute mitbekommen haben, wir haben Experten gewinnen können für die Gründung der Fokusgruppe Integration Migration im Kreis Pinneberg. Trotz voller Kalender, die Sie und wir alle haben, gerade in der heutigen Krise mit Ukraine, haben sie sich trotzdem engagiert, die KollegInnen aus verschiedenen Bereichen, denen wir als Experten und hoffen, dass sie mit deren Expertise in der Fokusgruppe bestimmte Themen zur Politik übergeben können und damit auch effizient die Integration im Kreis Pinneberg gestartet werden kann. Je effizienter kann das Thema Integration gearbeitet werden, desto schneller könnte die Leute integriert werden und damit auch in den Arbeitsmarkt reinkommen können, was für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Vielen Dank.